An Ostern gibt es traditionell bemalte Eier vom Osterhasen und in Rheinland-Pfalz dieses Jahr das Landeshauptstadt-Derby. Zwischen dem 1. FSV Mainz 05-2 und dem TSV Schott Mainz am 30. Spieltag der Regionalliga Südwest, der Tabellen-10. empfängt den Tabellen-20. mit Trainer Sascha Meth, der auf Krücken Richtung Trainerbank humpelt. Das passiert unter den Augen von Johnny Burkhardt und weiteren Mainzer Bundesliga-Profis, die gucken wollen, ob ihre Zweitvertretung wie so häufig diese Saison Punkte gegen Kellerkinder liegen lässt. Schott hingegen ist Zweitletzter in der Auswärtstabelle mit gerade mal 4 Punkten, verliert also gerne mal auf fremdem Platz. Daher dürfte es nach Statistik ja fast auf beiden Seiten keine Punkte geben. Doch diese Art von Osterwunder, die bleibt natürlich aus. Genauso wie der Torjubel von Marlon Mustafa, der die erste gute Chance in dieser Partie hat. Und wer weiß, wenn Schott-Kapitän Ralcic dann nicht noch abfälscht, vielleicht stünde es schon 1:0. Das wäre aber konträr zum Spielverlauf, denn Schott spielt den aufmüpfigen kleinen Bruder, der dem Großen gehörig auf und an die Nerven geht. Erst Christian Hahn und dann Asibey Mensah. Mainz 05 klärt in großer Not. Und in großer Not ist dann auch etwas später Marlon Mustafa. Und zwar in großer Erklärungsnot. Der hatte schon früh eine gelbe Karte und steigt dann nach etwas mehr als 20 Minuten so auf Asibey Mensahs Fuß. Da muss es eigentlich die Karte in der Trikotfarbe geben. Aber Schiedsrichter Timo Vlodacap macht es zu Ostern christlich, nimmt ihn nochmal ins Gebet, aber da helfen auch keine 3 Rosenkränze. Mustafa in Minute 28 ausgewechselt und in Minute 31 Hanna Lopez. Nächste Chance für Schott Mainz. Kenneth Hanna Lopez kriegt den Ball hier nicht ganz aufs Tor. Und in der Entstehung hat sich bei Mainz 05 Luca Kilian, eigentlich Bundesliga-Profi, schwerer verletzt. Das Ganze ohne Fremdverschuldung am hinteren Oberschenkel. An dieser Stelle erstmal gute Besserung in Richtung Luca Kilian. Und Mainz 05, wie reagieren Sie auf diese Hiobsbotschaft? Eigentlich überraschend gut. Zu viel Platz für Simon Brandstätter, der macht's brandgefährlich und richtig gut. 1:0, erster FSV Mainz 05. In der 38. Minute. Und wenn man ehrlich ist, dann ist das Ganze komplett unverdient. Aber das wird ihnen Schnuppe sein. Simon Brandstätter, Übersteiger nach rechts, zieht nach links. Tim Hansen geht zu früh runter und öffnet so die Schussbahn ins rechte obere Eck. Ein Schlag ins Gesicht von Mainz. Doch der Mann, der an diesem Wochenende gefeiert wird, hätte jetzt die andere Wange hingehalten. Schott macht's aber eher wie die Klitschko-Brüder und holt zum Gegenschlag aus. Und die Enttäuschung über den Halbzeitrückstand ist in den Gesichtern der Mannschaft aus Studenten und Arbeitnehmern zu sehen, die den top ausgebildeten 05er-Profis in Hälfte 1 ganz schön was abverlangt haben. Zu Beginn von Spielabschnitt 2 zunächst wieder Mainz 05, Hansen faustet den weg, aber in die Mitte. Und das lernt man, dass man das nicht machen soll, weil sonst genau sowas passiert. Stefan Fürstner 2:0, Mainz 05, 3 Minuten nach wieder ein Pfiff. Fürstners Ostersonntagsschuss legt Schott das zweite Ei ins Nest. Traumstart für die Gastgeber in diese zweite Halbzeit und sie legen mit Brandstätter fast direkt einen nach. Christian Hahn klärt auf dem Weg Richtung Torlinie. Aber Quo Vadis, Schott? Die rennen zwar von Pontius zu Pilatus, aber am Ende ist meistens ein FSV-Bein dazwischen. Rafael Asibey Mensah, der auffälligste Schottspieler, schüttelt den Kopf, will hier gerne einen Elfmeter haben. Schiedsrichter Vlodacak sieht das allerdings anders. Und so, dann gehen wir erstmal wieder rüber auf die andere Seite zu Mainz 05 und zu Simon Brandstätter. Der wird hier fast zum Hobbypyroman, so häufig wie der für Feuer vorm Tor sorgt. Es hat also besonders heute jeder sein eigenes Kreuz zu tragen. Bei den Gästen ist das der 2:0-Rückstand. Knapp 20 Minuten haben sie noch Zeit, um das zu korrigieren. Rafael Asibey Mensah probiert selber. In der Mitte wollte Tolga Demirbas den Ball. Der ruft dann einfach nochmal und kriegt ihn dann auch. 1:2, Anschlusstreffer Tolga Demirbas. Der ist vor der Saison vom FSV zu Schott gewechselt. Leitet er hier mit seinem zweiten Saisontor eine Neuauflage der Auferstehungsgeschichte ein? Auf jeden Fall gibt das Tor den Gästen einen Aufschwung, der nur 120 Sekunden später schon wieder
war blass. Stattdessen große Angst um Christian Hahn. Der bleibt nämlich mit leichten Taubheitsgefühlen im Körper minutenlang am Boden liegen und muss dann vom Rettungspersonal auf einer Trage abtransportiert werden. Der zweite unschöne Verletzungsmoment, der diesen Ostersonntag überschattet, an dem doch eigentlich ein tolles, umkämpftes Stadtderby im Vordergrund stehen sollte. Das im Übrigen auch noch nicht entschieden ist. Jetzt aber! Lukas Quirin haut in Minute 88 die letzten Nägel ins Kreuz und schreit sich dann die Freude aus dem Leib. Brandstätter, wunderschön mit der Hacke, Quirin eiskalt. Schott gibt den Glauben nicht auf. Wunder gibt es immer wieder. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Der eingewechselte Silas Schwarz nicht mit dem erneuten Anschlusstreffer. Abseits entscheidet das Schiedsrichtergespann. Es ist eng, aber eher kein Abseits, wie man am Rasenmuster erkennen kann. Bitter für die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste. Und so gewinnt Mainz 05 das Stadtderby mit 3:1, in dem sich Schott Mainz teuer verkauft hat. Auf jeden Fall ist es ein Stadtderby und wir wussten auch, wie eng alles zusammen ist. Die Tabelle sieht man ja. In der Tabelle sieht man auf jeden Fall, dass alles sehr eng ist und man kann dann auch nochmal hinten reinrutschen. Das wollen wir nicht. Und deswegen war der Sieg heute auch in dem Stadtderby gegen Schott Mainz brutal wichtig. Gute Nachrichten gibt's von Christian Hahn. Wir hatten echt Angst und wir hatten Bedenken, dass er auf den Kopf oder auf die Wirbelsäule gefallen ist. Dem war nicht so. Der hatte leichte Taubheitsgefühle, weil er auf die Hüfte geknallt ist. Aber eben war die Sensibilität wieder da. Er hat Gefühl im Bein gehabt, also ihm geht's auch wieder ganz gut. Er hat eben auch wieder gelacht. Das sind die Nachrichten, auf die wir alle gehofft haben. Gute Besserung auch an Christian Hahn. Schott muss nächsten Samstag gegen die Kickers Offenbach und Mainz 05 muss zu Stadtallendorf.